Andreas Nüthen, Gründer und Geschäftsführer von HomeRent. Hallo Andreas. Hallo Sanja. Schön, dass du uns empfängst und uns mehr über deine Erfolgsgeschichte erzählst. Das mache ich sehr gern. Anfänglich hast du als Hausmeister gearbeitet. Wie war dein Weg zum erfolgreichen Immobilienunternehmer? Also der erste Schritt war einmal, ich muss was verändern, weil ich war unglücklich im Job. Und ich war mit meiner Frau 2007 mehrmals an der Ostsee im Urlaub und wir haben dann spontan entschieden, wir bauen an der Ostsee ein Ferienhaus. Und das habt ihr dann auch als Ferienwohnung oder als Ferienhaus vermietet oder wie kam das dann? Genau, das haben wir dann erfolgreich als Ferienhaus vermietet und ich habe parallel in Hamburg weiter als Hausmeister in einem anderen Einkaufszentrum. Okay, aber eure Wohnung in Köln hattet ihr ja immer noch. Die Wohnung in Köln haben wir weiter behalten und das war auch der Schlüssel letztendlich zum Erfolg, weil wir gemerkt haben, dass diese kleine Plattenbauwohnung mehr Miete bringt als das Haus an der Ostsee. Und so bist du dann in die Ferienwohnungvermietung eingestiegen, mit der Wohnung in Köln eigentlich. Genau, ich habe dann weitere Wohnungen gekauft im Kölner Raum und habe dann 2012 auch den Service für andere angeboten und habe eine Agentur gegründet. Dann beschreib uns mal die ersten Jahre deiner Selbstständigkeit. Wie war das für dich? Ja, es ging erstmal ganz steil nach oben. Ich konnte natürlich 100% ins Unternehmen investieren, meine Zeit. Und ich habe komplett alleine gearbeitet. Das heißt, ich war auf der AIDA in Urlaub und habe quasi am Buffet der AIDA Ferienwohnungen vermietet. Das heißt, du hattest in den letzten Jahren nie richtig Urlaub und Zeit für dich zum Ausspannen. Genau, ich habe quasi keinen Tag frei gehabt. Ich brauchte nur mein Handy dabei und ein kleines Laptop und konnte weltweit arbeiten und Ferienwohnungen vermitteln. Und irgendwann hast du dann den Entschluss gefasst, doch Mitarbeiter einzustellen, die dich unterstützen und dir ein bisschen die Arbeit abnehmen, damit du auch mal wieder Zeit für dich hast. Genau. Wie war das für dich als Chef das erste Mal? Also 2014 habe ich dann gemerkt, das geht alleine nicht mehr und ich war aber selber gar nicht mehr in der Lage, Mitarbeiter einzustellen und war dann nur noch in der Lage, den Mitarbeitern ein Telefon nach Hause zu schicken, ein Laptop nach Hause zu schicken. Und die mussten selbstständig alleine sich alles beibringen. Ja, so hast du die Mitarbeiter zur Selbstständigkeit erzogen von Anfang an. Ja. Wie war denn deine Beziehung zu den Mitarbeitern, weil du sie ja von Anfang an nie persönlich kennengelernt hast? Ja, wir haben sehr intensiv über Skype kommuniziert. Das heißt, die Mitarbeiter haben mir Fragen gestellt. Und wir haben den gleichen Posteingang gehabt mit den Anfragen. Und so konnte ich halt über Skype und Telefon mit ständigem Kontakt die Mitarbeiter schulen und auch helfen, in die Arbeit reinzukommen. Also du warst schon bei Rückfragen für deine Mitarbeiter permanent erreichbar und hast aktiv noch mitgearbeitet. Ich war ständig präsent, ich hatte sogar erst halt Muskelkater im Arm, weil ich so viel im Skype am Schreiben war. Ja. Und war immer angespannt, weil ich gucken musste, dass alles läuft. Wie viele Mitarbeiter hast du mittlerweile? Ja, wir gehen jetzt auf die 30 Mitarbeiter zu. Das ist und fast alles Teil- und Vollzeitkräfte. Ja, das ist schön.